Kampf, one struggle, one fight. Ja, hallo. Schön, dass ihr alle da seid zu unserer heutigen Veranstaltung des Medienkollektivs zu Gesund pflegen und Entlastung erkämpfen, der sich schwerpunktmäßig mit dem Arbeitskampf am Uniklinikum Frankfurt stattfindet, der uns gerade schon spektakulär eingeblendet wurde. Ich freue mich sehr, dass ihr und Sie heute alle hier sind. Genau, und freue mich natürlich auch über unsere Gäste, mit denen wir heute diskutieren werden. Bevor ich allerdings in die Vorstellung komme, vielleicht ganz kurz noch mal ein paar technische Anmerkungen. Wir werden sehr dialogisch heute hier so ein bisschen über das Thema reden und verschiedene Aspekte der Situation im Gesundheitssystem und der Pflege und des Arbeitskampfs am Frankfurter Uniklinikum im Besonderen auseinandernehmen und aufblättern und gemeinsam aufzeigen und wollen danach aber natürlich auch gerne noch in die gemeinsame Diskussion gehen. Die Veranstaltung findet, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, auch im Livestream statt. Im Livestream könnt ihr gerne auch Fragen stellen, die werden wir versuchen hier aufzugreifen und einzubinden. Wir würden dann für die spätere Diskussion hier im Publikum den Livestream beenden und hier in einem eher vertrauteren Rahmen quasi ohne das Internet weiterreden, weil in solchen Diskussionen das vielleicht auch ein angemessener Rahmen ist, um auch die Diskussion gut führen zu können und vertrauensvoll führen zu können. Ja, dass Gesundheit zur Ware geworden ist, ist ja schon ein Allgemeinplatz und gar keine neue Erkenntnis mehr. Das Gesundheitssystem ist ökonomisiert, schlank, sparsam, effizient, soll es ausgerichtet sein. Und die Arbeitsbedingungen haben an vielen Stellen die Grenze des Erträglichen schon längst überschritten. Viele von uns kennen das auch aus PatientInnenperspektive. Und sind damit auch in der öffentlichen Debatte häufiger konfrontiert. Dazu kam jetzt in den letzten 2 Jahren auch noch die Corona-Situation, also die unglaubliche Steigerung auch von Arbeitsbelastung, die Aufhebung der Personaluntergrenzenverordnung, also die politisch sozusagen aufgehoben wurde, was jetzt sich für die konkrete Arbeitssituation vielleicht gar nicht so ausgewirkt hat, aber so ein symbolischer Akt irgendwie auch der Geringschätzung irgendwie dieser so wichtigen und alltäglichen Tätigkeit war, die einen sehr wesentlichen Teil für unsere Gesellschaft ausmacht. Die Pflege hat auch in vielen Teilen den Beruf verlassen oder sozusagen gab es Auseinandersetzungen darum und auch Debatten und hat letztlich die Erfahrung gemacht, dass man von der Politik nichts erwarten kann. So wie es ist, kann es nicht bleiben und deswegen haben Beschäftigte beschlossen, das einfach in die eigenen Hände zu nehmen und unter dem Motto, mehr von uns ist besser für alle, eine relativ spektakuläre Arbeitskampfauseinandersetzung begonnen, also eine Bewegung, eine Krankenhausbewegung für Entlastung, also für eine qualitative Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die hat schon 2012 begonnen mit einem langen Vorlauf an der Berliner Charité als einem sozusagen der Leuchttürme dieser Krankenhausbewegung und hat sich dann Schritt für Schritt ausgeweitet. Gerade vor kurzem hatten wir Tarifauseinandersetzungen und Arbeitskämpfe in Nordrhein-Westfalen, in NRW, wo trotz Corona und trotz der großen öffentlichen Debatte, die um die Situation der Pflege immer wieder stattgefunden hat, es trotzdem 77 Streiktage bedarf, oder bedurfte, um sich durchzusetzen, was schon auch nochmal viel vielleicht über den Stellenwert oder die Anerkennung auch dieses Berufsfelds aussagt. Jetzt haben sich immer mehr, es gibt sozusagen einen Karteneffekt, es gibt Berlin, es gibt NRW, wir haben einen Entlastungstarifvertrag in Mainz und im Moment sind wir in der Auseinandersetzung um einen Entlastungstarifvertrag in Frankfurt. Und die Beschäftigten im Uniklinikum Frankfurt sind wichtig für die Gesundheitsversorgung hier der Bevölkerung in der Stadt. Deswegen wollen wir hier auch die Veranstaltung nutzen, nicht nur um von eurer Situation zu erfahren und von dem Stand eures Arbeitskampfes, sondern auch um die Frage aufzurufen, wie man euch am besten unterstützen kann und wie wir das noch viel stärker als bisher schon zu einer gesellschaftlichen Frage machen können, die es ist.
Genau, dafür freue ich mich sehr, dass Christiane heute da ist. Christiane ist, im Personal, ist Beschäftigte im Uniklinikum Frankfurt und kommt heute aus einer Verhandlungssituation mit der Arbeitgeber in dieser Auseinandersetzung. Und du bist nicht nur in der Personalvertretung am Uniklinikum, sondern hast auch deine Ausbildung am Uniklinikum gemacht und bist seitdem dort beschäftigt und kannst deswegen auch auf eine sehr lange Zeit und auch Veränderung an diesem Klinikum zurückblicken und die Situation da, glaube ich, sehr gut beschreiben. Schön, dass du heute da bist. Genau, dann sprechen wir mit Robin. Robin wird aus einer wissenschaftlichen Perspektive darauf schauen, wie die Situation sich im Gesundheitssystem verändert hat. Also welche, was eigentlich, also wie Ökonomisierung im Gesundheitssystem vonstatten gegangen ist und welche Faktoren da drin eine wichtige Rolle gespielt haben. Robin hat seine Doktorarbeit dazu geschrieben und auch immer wieder in Auseinandersetzungen und Arbeitskämpfen im Gesundheitsbereich sowohl aus einer wissenschaftlichen als auch aus einer aktiven Perspektive Anteil genommen. Genau, schön auch, dass du heute da bist. Als drittes reden wir mit Sebastian. Du bist heute aus Mainz zu uns gekommen, bist da auch in der Personalvertretung im Uniklinikum dort, also das heißt aus Unimedizin, und auch da noch gar nicht so lange in der Personalvertretung, sondern auch sozusagen kennst auch den Arbeitsalltag der Beschäftigten da aus der eigenen Misere, wenn man das so sagen will, und hast ja auch in einem besonders prekären Bereich da gearbeitet, in der Anästhesie. Und hast eine Auseinandersetzung um einen Entlassungstarifvertrag gerade hinter dich gebracht und wirst hoffentlich da noch ein paar Erfahrungen mit uns teilen und kannst auch ein bisschen aus NRW und Berlin an Erfahrungen mitbringen. Genau, schön, dass du uns heute hier Gesellschaft leistest. Genau, und als vierten Gast haben wir Stefan hier, der bei der DGB Jugend Frankfurt arbeitet und ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildungssituation hat, die gerade natürlich auch in der Pflege immer wieder ein großer Gegenstand auch der Auseinandersetzung war. Und der aber auch sozusagen, oder du bist auch in dem Solidaritätsbündnis, also in dem außerbetrieblichen Unterstützungsbündnis für den Arbeitskampf in Frankfurt aktiv und kannst uns auch aus der Perspektive der schon erfolgten und vielleicht noch geplanten Solidarität was sagen und vielleicht ja dann auch wieder mitnehmen, wenn wir hier gemeinsam Pläne schmieden oder noch auf Ideen kommen, wie wir die Beschäftigten am Klinikum am besten unterstützen können. Genau, ich freue mich auf die heutige Diskussion. Ich glaube, das wird total interessant. Und bevor wir jetzt mit allem anfangen und von dem konkreten Stand eurer heutigen Verhandlung und was überhaupt da gerade der Aushandlungsstand ist, erfahren, Christiane, vielleicht kannst du nochmal zurückgehen, einen Schritt zurückgehen und uns erzählen, was war eigentlich der Ausgangspunkt eurer Auseinandersetzung? Warum befindet ihr euch überhaupt im Arbeitskampf? Warum befinden wir uns im Arbeitskampf? Wir haben letztes Jahr in der TDL-Runde schon quasi, als es um die Tarif der Länderverhandlungen ging, haben wir Fragebögen mit den Beschäftigten ausgefüllt und auch einfach mal um den Stand zu ermitteln, was möchte jeder mehr haben, wie viel Geld möchte jeder mehr haben oder was wäre für jeden einfach angenehmer, den wieder arbeiten zu gehen und dem Druck nicht zu haben. Und dann kam letztendlich aus dieser ganzen Fragebogengeschichte heraus, dass viele gesagt haben, ja, Geld, okay, das ist schon gut, aber letztendlich ist die Belastung hier so hoch und es ist kaum aushaltbar, diesen Druck mehr zu haben und wir bräuchten einfach mehr Personal, um diese ganze Situation aushalten zu können. Und so ist dann auch unser letzte quasi TDL-Runde verlaufen, dass wir auch schon gesagt haben während der Warnstreiks, ne, dieses Jahr gibt es mehr Geld und nächstes Jahr die Entlastung. Also es war schon ganz klar, dass wir da nächstes Jahr handeln wollen. Und so kam es quasi dazu, auch noch die Vorreiter von Mainz und Charité, dass wir gesagt haben, wir wollen das für unsere Uniklinik auch haben. Christiane hat jetzt beschrieben, was also die konkrete Auswirkung, die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich belastet, überlastet, wollen eine Verbesserung, eine qualitative auch Verbesserung dieser Arbeitsbedingungen oder da mehr Platz haben. Robin, vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive beschreiben, der du dich auch mit im Vergleich auch mit unterschiedlichen
Krankenhäusern beschäftigt hast, warum das jetzt kein Einzelfall ist oder kein Einzelfänomen ist. Also wir haben das ja schon gehört, ne? Es gibt Berlin, es gibt NRW, aber man könnte ja trotzdem immer noch sagen, ja, das sind halt, was weiß ich, 7 Krankenhäuser, an denen das halt jetzt mal schlecht läuft. Aber läuft es nur schlecht oder gibt es da ein System? Und vielleicht kannst du mal sagen, was du in deiner Arbeit oder in deiner Auseinandersetzung damit festgestellt hast, an welchem Grad der Ökonomisierung wir schon angekommen sind. Ja, genau. Also der wichtigste Punkt, glaube ich, den es da im Hintergrund gibt, der auch zu so einer Arbeitsverdichtung geführt hat, sind die sogenannten Fallpauschalen. Die sind viel in der Diskussion. Ich würde vielleicht kurz noch mal ein bisschen längerfristig aufrollen, was da eigentlich was für ein Vorlauf auch passiert ist. Diese Geschichte der Ökonomisierung kann man eigentlich bis in die 70er Jahre zurückverfolgen. 1972 wurde das sogenannte Krankenhausfinanzierungsgesetz verabschiedet, das damals das sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip eingeführt hat in den Krankenhäusern, was ganz kurz gesagt bedeutet, die Betriebskosten, die ein Krankenhaus hat, wenn es halt arbeitet, wenn es Patienten versorgt, die werden von den Krankenkassen einfach erstattet in der Höhe, wie sie anfallen. Das heißt, das ist ein System, wo eigentlich gar keine Gewinne und Verluste bei Krankenhäusern möglich sind, sondern die kriegen einfach das, was sie brauchen, um eine bedarfsgerechte Versorgung zu gewährleisten. Das hat relativ schnell dazu geführt, dass die Kosten natürlich gestiegen sind, die man im Gesundheitswesen hatte. Das war allerdings politisch auch so geplant. Man wollte das Gesundheitswesen aufbauen und ausbauen. Hat dann aber sehr kurz danach schon dazu geführt, dass es eine Diskussion über diese sogenannte Kostenexplosion im Gesundheitswesen gab, die natürlich am Ende völliger Humbug ist. Aber dadurch hat sich die politische Großwetterlage geändert. Auch im Zusammenhang mit der ersten Wirtschaftskrise, die es in den 70ern dann gab, waren die Kassen der Krankenkassen auch zunehmend leer und angegriffen, auch in anderen Sozialversicherungsbereichen. Und dann ging halt diese Diskussion über die Kostendämpfung im Gesundheitswesen los. Das hat dann schon in den 80ern dazu geführt, dass es so eine kleine Möglichkeit gab, dass Krankenhäuser Gewinne und Verluste machen konnten plötzlich. Ne, eben mit dem Hintergrund, dass gesagt wurde, wenn die Krankenhäuser Gewinne und Verluste machen können, dann haben sie auch einen Anreiz, effizienter zu arbeiten. Ne, und wir können die Kosten eben dämpfen durch dieses System. Das waren erst nur ganz kleine Bereiche. Die Diskussion hat sich dann eben noch einige Zeit fortgesetzt, wie man das noch effektiver gestalten kann. Es gab in den 80er Jahren auch schon die Idee, wir müssten eigentlich mehr Markt einführen, wir müssten auch Preise haben für die einzelnen Behandlungen. Und dann hat man eben in den 90ern auch schon angefangen, ganz kleine Teile der Versorgung im Krankenhaus in so Fallpauschalen auszulagern. Das waren aber damals nur so 25%. Und genau, 2000 hat man dann eben gesagt, wir führen das insgesamt für die ganzen Betriebskosten ein, dieses Fallpauschalensystem. Eben auch da, ne, mit dem Hintergrund, wir müssen den Sozialstaat umbauen. Damals galt Deutschland als der kranke Mann Europas. Ne, das ist noch so ein Begriff, der damals rumwaberte, wo dann auch, ne, diese Diskussion über die Agenda 2010 und sowas mit zusammenhing. Also es war dieser ganze Kontext des Umbaus des Sozialstaats. Und da eben genau nochmal verstärkt diese Idee, wenn wir Preise einführen in diesem System und einen Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern, dann müssen die auch effizienter arbeiten und dadurch können wir die Kosten dämpfen. Fallpauschalen heißt dann eben in dem Fall, dass die Krankenhäuser für einen Fall, den sie behandeln, der wird dann, also ein Patient kommt ins Krankenhaus, kriegt eine Diagnose, da hängen bestimmte Prozeduren dran, das wird in eine Fallgruppe einsortiert und dieser Fallgruppe wird ein fester Preis zugeordnet. Das ist ein Durchschnittspreis, der auf eine bestimmte Art berechnet und festgelegt wird, die dann etwas komplexer ist, das spare ich immer aus. Effekt davon ist, dass halt ein Krankenhaus oder alle Krankenhäuser, die eine Hüft-OP oder Knie-OP oder sonst eine Behandlung machen, kriegen dafür dasselbe Geld. Krankenhäuser haben aber sehr unterschiedliche Kostenstrukturen, haben unterschiedliche Personaleinsätze etc. Das heißt, es ging dann eine Konkurrenz darum los, wie können wir möglichst unterhalb dieser Pauschale die Kosten halten. Und das heißt eben auch, dass am Personal gespart wurde. Ein großer Teil der Kosten im Krankenhaus sind eben Personalkosten. Und da wurde dann vor allem eben an den nichtärztlichen Beschäftigten gespart. Heißt einerseits Outsourcing, ne, des ganzen Service- und hauswirtschaftlichen Betriebs in die Tochtergesellschaften. Das hatte man jetzt an der Charité ja auch wieder das Thema bei dem Arbeitskampf. Und andererseits eben aber auch, dass an dem Pflegepersonal gespart wurde, weil es einfach nur Kosten produziert hat, aber eben keine Erlöse generieren konnte. Erlöse konnten halt die medizinischen Behandlungen generieren. Deswegen wurde beim ärztlichen Personal nicht gespart, weil die mussten die Fälle ja irgendwie produzieren. Und das ist so der grobe Kontext, der dazu geführt hat, dass es eben diesen massiven Kostendruck auf die Personalstrukturen jenseits der Ärzteschaft gab. Gleichzeitig
funktionieren die Fallpauschalen so, dass es einen bestimmten Mechanismus gibt, der dazu führt, dass die Patienten kürzer liegen sollen. Also man wollte eben auch die Verweildauern reduzieren in Krankenhäusern und gleichzeitig hatte man eben einen ökonomischen Anreiz, mehr Fälle zu produzieren. Das heißt, man musste mehr Patienten in der kürzeren Zeit mit weniger Personal behandeln. Und das führt eben genau zu dieser kompletten Arbeitsverdichtung, die man eben an allen Krankenhäusern hat, nicht nur an den Unikliniken, sondern eben auch an den frei gemeinnützig getragenen, an anderen öffentlichen, an kommunalen Kliniken, aber eben auch bei den privaten. Das ist dann noch ein anderer Effekt, der dazu kommt. Dadurch, dass Krankenhäuser jetzt Gewinne machen konnten, auch in einem größeren Rahmen, wurden natürlich Krankenhäuser auch interessant für privates Kapital, um da eben eine Erlöse rauszuziehen. Das heißt, seit Einführung der Fallpauschalen haben wir einen massiven Anstieg von privaten Trägerschaften im Krankenhaussektor. Sind mittlerweile, glaube ich, um die 37% privat getragen. Und in diesen Häusern muss natürlich über die Erlöse, die man so braucht, um den Betrieb am Laufen zu halten, natürlich auch noch eine gewisse Rendite mit erwirtschaftet werden. Das heißt, da ist der Druck nochmal größer. Aber das System ist eigentlich überall das Gleiche von diesem Druck. Vielleicht soweit erstmal. Ja. Ja, super, dass du das auch nochmal in so einen gesellschaftlichen Kontext gestellt hast. Aber wenn du jetzt sagst, also, oder du hast ja letztlich gesagt, genau, mehr Patienten, kürzere Verweildauer. Jetzt, wenn wir aber, also, das ist ja die Patientinnenperspektive. Vielleicht könnt oder kannst du mal, Christiane, anfangen zu sagen, was heißt denn das dann eigentlich für euch als Beschäftigte? Also ihr seid ja, so, du kommst aus der Pflege, du kommst aus der Anästhesie, vielleicht könnt ihr uns mal ein Bild davon geben, was heißt das eigentlich? Und auch nochmal aus eurer Brille als Personalvertretung, was heißt das auch für verschiedene Beschäftigtengruppen konkret im Alltag? Naja, das bedeutet natürlich, wenn weniger Personal ist, aber umso mehr die Fluktuation auch von den Patienten annimmt, dass du dich natürlich die ganzen administrativen Tätigkeiten steigen. Du musst dich quasi, wenn du im Dienst bist, mit verschiedenen Aufnahmen, Tätigkeiten, aber auch mit damit beschäftigen, was hat der Patient, also diese ganzen pflegerischen Tätigkeiten werden auf zwei Personen, sage ich es jetzt mal, runtergerissen, wenn du 28 Patienten hast. Und das ist natürlich das, was den Druck auslöst, ja, weil die anderen, es wurden ja auch reduziert jetzt im Transportdienst oder sonstiges, und das ist ja alles ein Zahnrad, was miteinander eigentlich verbunden ist und es gemeinschaftlich hilft, es zu schaffen. Und das ist halt jetzt eben, wie gesagt, ich habe es ja erlebt, von Anfang bis zum Ende, das hat sich so marode heruntergewirtschaftet und ist so eine Abwärtsspirale geworden, dass halt eben die Arbeit kaum zu schaffen ist, die Patienten nicht richtig versorgt werden, dass es einfach so ist und dass man natürlich dann mit einem ganz schlechten Gefühl auch nach Hause geht, weil man nicht weiß, ob alles passt und stimmt in der Krankenversorgung auch. Um das jetzt mal so profan zu sagen. Du hast ja vorhin quasi schon angedeutet, dass die Anästhesie ein bisschen spezieller ist. Also es ist auch Pflegeberuf, gibt noch anästhesietechnische Assistenten, neuer Berufsfeld. Aber der Kollege hat es ja eben gerade angedeutet, dieser ökonomische Druck führt natürlich dazu, dass es halt A, Patientenprofile gibt, die günstig sind, also wo man erwarten kann, dass die, wenn die nicht so viele Begleiterkrankungen haben sozusagen, dann macht man seine Prozeduren, dann sind die schnell wieder weg und dann habe ich unterm Strich mehr Einnahmen, als ich vielleicht reingegeben habe. Die junge Sportlerin zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Mhm. Und das führt halt natürlich auch innerhalb der Kliniken zu einem Wettkampf und es führt vor allen Dingen dazu, dass halt, und der OP ist zum Beispiel sowas, also je mehr Durchsatz ich da generiere, je mehr Operationen man macht und je mehr ich das verdichte und gleichzeitig möglichst wenig Personal einsetze, da reden wir ja mittlerweile immer so blumig von Skillmix. Du hast es auch schon angedeutet, also mittlerweile ist man ja irgendwie schon so weit zu sagen, ach ja, braucht man vielleicht noch eine Ausbildung, ist das noch wichtig? Hauptsache, da ist jemand. Ich habe auch mal für ein anderes Universitätsklinikum gearbeitet. Da ist der Arbeitgeber losgegangen und hat gesagt, wir machen einen 5-wöchigen Crashkurs und dann kann jeder im OP arbeiten. Da ging es um den Instrumentierdienst. Ich sage immer, wenn ich in einem Flugzeug säße und plötzlich käme eine Durchsage, irgendwie die Hälfte vom Personal fehlt, vielleicht hat noch einer Lust von den Passagieren mitzuhelfen und dann fliegen wir mal los. Also ich würde aussteigen. Aber das ist das, was de facto alltäglich passiert. Also es gibt Bereiche, die erzielen viele Erlöse und die deklarieren natürlich Patienten auch schneller als, da ist eine Indikation da, ne? Das kommt ja auch noch dazu, also früher oder ich sag mal in einem idealen System wird man vielleicht sagen, wir schauen erstmal, wie man das vielleicht ohne große Interventionen beantworten kann, aber hier ist es natürlich sehr lukrativ zu sagen, ich mache direkt gleich ganz viel und das hast du ja eben auch gesagt, Hüfteingriffe, also viele orthopädische Eingriffe,
das passt einfach nicht mehr zur Korrelation mit dem, was man eigentlich erwarten würde, was unsere Bevölkerung sozusagen an Eingriffen produzieren müsste. Ne? Also da gibt es eine Überversorgung, die halt einfach, glaube ich, auch eine Konsequenz aus diesem fallpauschalen System ist. Genau, aber ich komme tatsächlich aus einem Bereich, der ja damit mittendrin ist. Also der OP ist so die Cash-Cow auch der meisten Kliniken, ja. Andersrum, wenn der OP stillsteht, dann hat man den Streik schon gewonnen, oder? Da kommen wir nachher vielleicht ja noch drauf. Das ist ein ganz spannendes Thema, ja. Jetzt hattest du, Stefan, im Vorgespräch schon mal so erwähnt, naja, also diese Frage der Belastung oder Überlastung von Kolleginnen im Betrieb, die ist ja jetzt eigentlich, also weder nur eine Frage der Pflege und es ist vor allen Dingen auch nicht nur eine Frage vom Betrieb oder von der Qualität der Versorgung dann, sondern es ist auch irgendwie eine gesellschaftliche Frage. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen, was du damit gemeint hast. Die Frage Arbeitsbelastung oder Arbeitszeit im Allgemeinen ist, glaube ich, in den letzten Jahren im Gewerkschaftskontext immer mehr diskutiert worden. Mhm. Wenn wir uns viele Tarifabschlüsse in den letzten Jahren angucken, sieht man das auch sehr konkret. Beispielsweise bei unserer Bahngewerkschaft, bei der EVG, gab es einen Tarifabschluss, wo die Beschäftigten die Wahl hatten. Ich möchte gerne Betrag X Prozent mehr Lohn haben oder ich möchte mehr Urlaub oder weniger Arbeitszeit. Überraschenderweise haben sich viele Leute für mehr Urlaub entschieden. 6 Tage mehr Urlaub im Jahr ist eine richtig große Menge, die ich einfach an Lebenszeit, an Qualität für mich habe. Und ähnliche Abschlüsse gab es auch bei der IG Metall und bei anderen Schwestergewerkschaften. Das Thema Zeit ist in meinen Augen und in den Augen von vielen GewerkschafterInnen vor allem auch eine demokratiepolitische Frage, wenn wir davon ausgehen, wer beteiligt sich, wer hat die Möglichkeit zu partizipieren am politischen System und wer kann sich das überhaupt leisten. So, wenn ich aus einer Schicht komme, aus einer Nachtschicht oder komme aus einer extrem anstrengenden Schicht, wo Kolleginnen krank geworden sind oder wie auch immer und ich bin zu Hause, dann kann ich vielleicht noch mir schnell was zu essen machen und dann geht's ins Bett. So. Und die Möglichkeit, sich für seine eigenen Rechte einzusetzen, für die Kolleginnen und Kollegen irgendwie einzustehen, die ist dann natürlich wesentlich geringer. So, Lebensqualität und Zeit hat für mich vor allem einen demokratiepolitischen Aspekt, wo ich dann sage, wir geben den Menschen die Möglichkeit, sich zu partizipieren und an ihrem Leben das selbstbestimmt auch führen zu können. Mhm. So, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der manchmal ein bisschen zu kurz kommt, wenn es nur um Anführungszeichen nur um Entlastung geht, sondern das hat auch viel mehr Auswirkungen auf uns gesamtgesellschaftlich. Und ich glaube, ihr spürt das natürlich auch, wenn ihr im Personalrat tätig seid, was das für eine ehrenamtliche Tätigkeit, was das auch ausmacht, wenn man sowieso schon am Limit arbeitet. Jetzt haben wir ja gehört, wie das diese Ökonomisierung funktioniert, oder du hast das Prinzip der Fallkostenpauschalen beschrieben. Jetzt bin ich gedanklich da aber noch nicht beim Entlastungstarifvertrag, weil ich meine, man könnte jetzt auch einfach sagen, ja, dann müssen wir halt jetzt andere Parteien wählen, dann verschaffen wir halt das Fallkosten. Also es war ja eine politische Entscheidung, es einzuführen. Das könnte man natürlich einfach auch wieder abschaffen. Und aber es passiert nicht, oder warum haben wir denn jetzt eigentlich den Arbeitskampf? Oder warum ist denn das jetzt eure Baustelle geworden? Vielleicht, oder warum habt ihr es zu eurer Baustelle gemacht? Vielleicht auch. Naja, das jetzt guckst du mich so an. Ich sag, oder eigentlich alle. Genau, ja, das hast du ja jetzt eben gesagt. Also das ist ja so ein selbsterhaltender Kreislauf irgendwie. Also man ist in einer Misere und man glaubt, man kommt nicht raus, aber irgendwann gibt es vielleicht mal ein Momentum und vielleicht gibt es auch sowas dann Organisationen, die mehrere Leute vernetzen, zum Beispiel Gewerkschaften, die dann auch Bewusstsein schaffen dafür, A, du bist nicht alleine damit und B, es gibt Methoden und wenn man sich zusammenschließt, kann man ja die Last auch auf mehrere Schultern sozusagen verteilen, um dagegen anzukämpfen, weil das glaube ich auch, das ist A, nicht nur ein Thema im Gesundheitswesen, sondern wir sehen das ja, erleben das ja gerade auch sehr plastisch, Klimakrise, jetzt die ganze Energiekrise, Inflation und so weiter und alle glauben, sind ganz hilflos irgendwie, aber das ist ja eigentlich gar nicht so.
Und jetzt, wenn du speziell auf Entlastung gehst, das ist quasi Öl ins Feuer gießen. So haben wir das damals beschrieben, weil Ökonomen und die meisten Krankenhäuser haben irgendwie Kaufleute oder Menschen, die da irgendwie das alles total faszinierend und toll finden. Die sagen natürlich, dass das absurd ist, was wir tun, weil wir verschärfen ja letztendlich die Situation. Weil wenn wir sagen, wir möchten, dass wenn die Leute in Belastungssituationen sind, also mehr arbeiten müssen, als eigentlich Personal da ist, dann müssen die mehr Freizeit kriegen. Das ist ja eine Spirale, die sich dreht, weil gleichzeitig gibt es irgendwie einen Fachkräftemangel in vielen Berufen und im Gesundheitswesen ist er sehr ausgeprägt. Ja, aber genau das machen wir uns dann eben zu nutzen und sagen, wir machen das jetzt so teuer und entziehen einfach Personal und bestrafen euch dafür, wenn ihr die Leute in so eine Überlastung schickt, dass sich das am Ende nicht mehr lohnt. Also dass es dann auch ökonomisch quasi keine Gewinne mehr gibt. Und spätestens da denken Kaufleute dann um. Also ich hatte eben gerade im Vorgespräch, habe ich gesagt, unser kaufmännischer Vorstand hat in der Frankfurter Rundschau ein ganz tolles Interview gegeben und besungen, wie toll er das alles findet und der Uni Frankfurt noch Tipps an die Hand gegeben. Das ist ja nach Tarifrunden oft so, dass die Arbeitgeber dann so tun, als hätten sie schon immer so gewusst. Und genau, aber ja, es ist erstmal, klingt absurd, aber wenn wir nachher noch ein bisschen ins Detail gehen, glaube ich, wird man merken, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, da rauszukommen. Und es bringt die Leute wieder dazu zu merken, ich habe Macht über mein eigenes Umfeld. Ich kann das gestalten und wenn ich mich mit mehreren zusammenschließe, dann kann ich auch gegen das System arbeiten. Und wenn man es dann noch in die Gesellschaft trägt, bewegt sich die Politik auch. Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen in der Diskussion, Fallpauschalen abschaffen. Ich glaube, so ganz ernst gemeint ist es noch nicht, aber es wird zumindest mal ausgesprochen. Ja? Und die Pflege hat ja jetzt, ist ja schon Pflegebudget und so weiter. Auch das ist alles schwierig, aber es ist Bewegung drin. Mhm. Genau. Vielleicht kannst du uns aber trotzdem nochmal, Christiane, erklären, was genau so ein Entlastungstarifvertrag regelt. Also warum ist das so ein Schlüssel? Also du hast ja gerade beschrieben, was das auch für ein massiver Druckpunkt darstellt. Und also warum ist denn das so, was wird da drin eigentlich geregelt, dass das so eine Wirkung, Wirksamkeit hat oder Wirksamkeit entfalten kann für euch? Warum schützt euch das? Also dieser so ein Entlastungstarifvertrag, der beinhaltet zum Beispiel, wenn ich eine überlastete Schicht habe, dass ich zum Beispiel einen Punkt bekomme und ab einer gewissen Punktzahl bekomme ich einen Tag frei. Das ist ja das, was du gerade eben erklärt hast. Das ist natürlich, das bedeutet, dass Betten geschlossen werden müssen, wenn das Personal unterbesetzt arbeitet hat und frei hat und dementsprechend halt dieser wirtschaftliche Aspekt dann da ist und diesen Druck erzeugt. Ja? Also da geht es um Belastungsschichten, die man hat, aber auch so gibt es ja auch allgemeine Forderungen. Es gibt ja auch immer wieder Situationen im Krankenhaus, ich nenne jetzt mal den Punkt Gewalt, der ja passiert, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Helft mir noch mal ein bisschen aus dem Publikum gerne, die Kollegen. Das Wichtige daran ist auch, dass wir quasi bestimmen, wie viel an unserem Arbeitsplatz arbeiten oder wie viel in ihren Bereichen arbeiten. Das ist auch noch mal ein ganz springender Punkt, ja, dass diese Festlegung nicht irgendwelche Betriebswirte festlegen, sondern die Leute, die auch an der Basis arbeiten und wissen, ich brauche so und so viel Personal, um gescheit meine Arbeit erledigen zu können. Und das heißt ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auch, dass das erste Mal eigentlich überhaupt richtig sichtbar wird, wie viel ihr die ganze Zeit kompensiert, genau. Oder? Also dieses, solange es läuft, braucht man sich ja nicht beschweren, aber wenn ihr jetzt für alle Überlastung immer frei bekommt, dann seid ihr ja gar nicht da. Das heißt, es würde überhaupt mal auffallen, genau. Dass jemand fehlt. Genau. Ein wichtiger Punkt ist ja auch noch, glaube ich, für viele, dass viele aus dem Frei einspringen. Die haben schon jetzt endlich frei nach dieser ganzen harten Arbeit und werden trotzdem immer wieder angerufen, ob sie auch einspringen können, was sich halt auch so entwickelt hat in der ganzen Zeit, dass plötzlich viele den Defizit durch Einspringen auch, also das ist ja ein tragischer Kreislauf letztendlich, durch Einspringen ohne irgendeine Vergütung noch nicht mal die Sicherheit, ob ich an dem Tag, wo ich auch frei haben möchte, frei habe, sondern dass angerufen wird im Frei, im Urlaub kannst du einspringen, kannst du für uns arbeiten kommen. Das hat sich ja auch ganz massiv entwickelt in den letzten Jahren. Wo man dann immer überlegen muss, gehe ich ans Telefon oder nicht? Und dann ist natürlich, kommt man dann natürlich auch in moralische Zwiespalte, ob man es tut oder nicht, und hauptsächlich wird aber dadurch auch oft der Defizit kompensiert, ja, und was wieder eine Spirale bedeutet, dass die Leute so belastet sind, dass sie krank werden und das einfach ein Kreislauf ist, der, ja.
Vielleicht können wir an dem Punkt tatsächlich mal so einen kleinen Schwenk auch nach NRW machen. Das Medienkollektiv, das die Veranstaltung heute hier organisiert, hat nämlich nicht nur schon Interviews mit dir und auch der Auszubildendenvertretung und Kolleginnen und Kollegen bei den Streiktagen gemacht, die man sich auch alle im Internet angucken kann. Die sind wirklich total schön geworden und bringen eure Dynamik da irgendwie auch so gut rüber, sondern sie sind auch nach Köln gefahren und haben Kolleginnen da in der Auseinandersetzung befragt und interviewt und haben einen kurzen Clip zusammengeschnitten, also es ist nur ein Ausschnitt aus einem längeren Interview, in denen auch nochmal ein kurzer Einblick gegeben wird, worin dieses Moment des Entlastungstarifvertrags eigentlich besteht. Vielleicht können wir uns das mal kurz angucken. Wir in NRW haben uns dafür entschieden, für einen Tarifvertrag für Entlastung zu kämpfen, aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen. Diese betrifft nicht nur die Patientinnen, die daran kaputt gehen, sondern auch uns Beschäftigte. Das zieht sich nicht nur durch die Pflege, sondern auch durch alle anderen Arbeitsbereiche wie die Logistik, der Transport, das Labor, die Küche. Alle sind davon betroffen und alle brauchen Entlastung. Ganz stark zu sehen ist es innerhalb der Ausbildungsbedingungen, die immer schlechter dadurch werden, aufgrund des Personalmangels, aufgrund der schlechten Ausbildung innerhalb der Kliniken. Gerade die Auszubildenden sind da, die an dem System hängen bleiben, die am meisten davon leiden. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und wollten uns für unsere eigenen zukünftigen Arbeitsbedingungen einsetzen, damit wir endlich Entlastung haben. Gründe für diese schlechten Arbeitsbedingungen innerhalb unseres Gesundheitssystems ist natürlich der Kapitalismus. Wir leben in einer Gesellschaft, die vom Kapitalismus geprägt ist, und es sind eindeutige Gewinner, nämlich die, die davon profitieren, die Gewinne generieren und die uns normale Lohnarbeiter dadurch natürlich total ausnutzen. Innerhalb dieses Systems steht niemals das Bedürfnis und das Patientenwohl an erster Stelle, sondern der Profitgier innerhalb der Klinikkonzerne. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass unsere Politik gewisse Systeme eingeführt hat, wie unter anderem die Fallpauschalen, die nicht der Entlastung entgegenwirken, sondern genau diesem kapitalistischen System, die uns noch mehr ausbeuten, wo wir noch weniger Zeit haben für unsere PatientInnen. Und genau dagegen müssen wir wirken. Genau, die Kolleginnen und Kollegen in NRW haben 77 Tage dafür streiken müssen und haben jetzt einen Entlastungstarifvertrag durchgesetzt. Ihr seid mitten in der Auseinandersetzung. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was ist denn da eigentlich schon passiert? Also an welchem Punkt seid ihr? Was hattet das für einen Vorlauf? Was ist gerade der Verhandlungsstand? Ihr hattet heute gerade eine Verhandlung. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, was der Stand dieses Arbeitskampfes ist und auch eure Stimmung. Ja, der Stand des Arbeitskampfes. Also wir hatten ja eine Forderungsübergabe am 24.06. an den Vorstand. Daraufhin kam ein Angebot vom Vorstand, der aber nicht sehr auf unsere Forderungen großartig eingegangen ist und das eigentlich schon ein großer weiter Unterschied ist zu unseren Forderungen noch, um das jetzt einfach mal so auszudrücken. Die Verhandlungssituation ist sehr zäh, also der Eindruck ist bei mir entstanden, so dass quasi der Arbeitgeber uns was vorgeschlagen hat und wir dem freudestrahlend zustimmen müssen, ohne dass er sich konkret auch auf unsere Forderungen einlässt und unsere Forderungen großartig auch im Einzelnen berücksichtigt. Und dementsprechend sind die Verhandlungen sehr zäh und ich denke, so die Stimmung wird auch immer schlechter. Am Anfang war das eher noch so eine Umarmungsstrategie. Wir gemeinsam machen da was ganz Tolles jetzt draus. Und jetzt wird schon ein bisschen, die Stimmung wird schon anders, auch so ein bisschen beleidigter und von Vorstandsseite her, weil wir quasi nicht das Angebot, weil wir nicht auf das Angebot eingehen wollen. Und so wächst auch mehr der Druck, habe ich den Eindruck. Das ist doch toll und es ist super und wir fanden es nicht toll, wie der Warnstreik gelaufen ist, oder wir fanden es nicht toll, weil Sachen nach außen gedrungen sind von den Verhandlungsinhalten. Also so ist der Verhandlungsstand. Wir treffen uns jetzt nochmal am Montag, um vielleicht das Glück zu haben, dass mehr auf unsere Forderungen und Inhalte auch mit eingegangen wird.
nach außen hin transportiert halt der Vorstand wie in der Frankfurter Rundschau, dass wir uns ja schon so einig werden zu 90% und dass alles toll ist. Das wird auch so in den Betrieb gegeben per E-Mail, sodass auch viele auch schon geschickt, kurz bevor ein Warnstreik ist, sodass viele denken, oh, es läuft doch alles Bombe, da muss ich ja gar nicht mehr hingehen, wenn doch alles schon so schön läuft. Also es ist schon, so sieht die Situation da derzeit gerade aus. Und was macht ihr denn damit? Also ich meine, das ist ja eine schwierige Situation. Die Leute sind ja sowieso, also die sind unter einem moralischen Druck, also ihren Patientinnen gegenüber, ihren Kolleginnen gegenüber. Und also es ist eh schon alles super prekär. Eigentlich sind die Notdienstvereinbarungen bei einem Streik schon besser als der Normalzustand oder sowas. Und dann kommt jetzt so noch so eine E-Mail vom Arbeitgeber, der sagt, oh ja, ist doch eigentlich alles super. Was haben wir in ein paar Tagen geklärt? Also da habt ihr ja wahrscheinlich ganz schön viel zu tun, um da Leute überhaupt noch zu motivieren. Oder sind die oder wie ist denn die Stimmung bei euch im Betrieb? Naja, wir haben ja das Gute, wir haben ja halt regelmäßig Teamdelegierten-Treffen auch, also dass von jedem Bereich Teamdelegierte kommen. Und das hat eine ganz tolle Dynamik, finde ich, jetzt genommen mittlerweile. Also dass da auch ganz viel auch von unserer Seite natürlich mit in die Klinik getragen wird. Natürlich machen wir auch Flugblätter und Aktionen weiterhin, um auch aufmerksam zu machen, dass das nicht so ist, wie der Stand der Dinge ist. Ich finde, dass, wie gesagt, durch die Teamdelegiertenkonferenzen haben wir die Möglichkeiten, noch mehr, also auch unsere Stärke zu testen und sie auch zu erweitern. Und das finde ich gut. Also ich habe so das Gefühl, das läuft gerade sehr gut. Nach oben geht immer, aber wir sind ja auch jetzt so ziemlich am Anfang. Ja, und das sind so unsere Sachen. Wir haben aber auch ein Bündnis ja gegründet, dass das auch ein bisschen nach außen geht. Ne? Das Bündnis für mehr Personal an der Uniklinik Frankfurt. Ja, das sind so die... Du bist ja in dem Bündnis, vielleicht magst du mal direkt was dazu sagen. Also habt ihr eigentlich das Bündnis gegründet, Christiane, oder hat das jemand für euch gemacht? Oder, also weil ich kenne das aus Berlin, dass irgendwie das Bündnis außerbetrieblich gegründet wurde, oder? Und, ja. Oder vielleicht kannst du uns mal, Stefan, ein bisschen was dazu erzählen, wie die Situation, also was ist das für ein Bündnis und warum gibt es das überhaupt? Also das Bündnis Mehr von uns FFM besteht aus vielen gesellschaftspolitischen AkteurInnen. Das sind Organisationen wie beispielsweise wir als DGB, die da drin sitzen. Das sind politische Organisationen, keine Ahnung, ich glaube die Jusos sind da unter anderem dabei und andere. Aber dort sind und andere gesellschaftliche Gruppen, die dort aktiv sind, Organisationen. Und dort sind aber auch Einzelpersonen, die sich dort organisiert haben, die einfach den Druck auf gesellschaftlicher Ebene noch mehr erhöhen wollen, um die Streikenden zu unterstützen, weil ihr könnt das ja aus eigener Erfahrung auch sagen, in der Klinik zu streiken ist nicht ganz so einfach. So, Stationen schließen ist nicht ganz so easy. Es müssen immer Notdienstvereinbarungen beschlossen werden. Das heißt, der Druck, der dort gemacht werden kann, ist begrenzt. So, ich kann nicht einfach eine Klinik zumachen, das funktioniert nicht. Das heißt, der Druck muss von anderer Seite herkommen und muss Unterstützung tragen. Und gerade bei so einer Organisation wie bei der Universitätsklinik, die eine öffentliche Dienststelle ist, in Trägerschaft des Landes Hessen, dann muss auch den politischen AkteurInnen klar gemacht werden, dass die Stimmung vor Ort hier in Frankfurt ganz klar auf der Seite der Beschäftigten steht. Dass wir sagen, wir stehen hinter den Beschäftigten, wir fordern mehr Entlastung, wir brauchen das, weil es ist ein wichtiger Teil unseres Zusammenlebens hier in Frankfurt, dass wir funktionierende Kliniken haben, dass wir Menschen haben, die dort gerne arbeiten, die uns alle hier auch behandeln, das geht uns alle an und das geht halt über das Zustimmen und sagen, ja, es muss schon mal was getan werden und klatschen und was auch immer, das geht darüber hinaus. Also wir müssen dort aktiv werden und jeder und jede von uns, die das auch hier sehen, können auch dort aktiv werden und können sich da mitorganisieren in so einem Bündnis. Und ich glaube, das, was ihr, glaube ich, häufig hört, ist sowas wie, ja, keine Ahnung, ich habe großen Respekt davor, ich könnte es mir nicht vorstellen, sowas. Und ich glaube, wir müssen eher zu dem Punkt hinkommen, dass sie sagen, ja, geil, Pflege, das ist ein toller Beruf,
Die Arbeitssituation ist da echt, echt gut und wir können alle dazu irgendwie einen Beitrag leisten. So, und da geht es auch darüber hinaus, sich im Betrieb zu organisieren, sondern sich auch gesellschaftlich zu organisieren und den Leuten beizustehen. Ich hatte es mir nochmal aufgeschrieben, wann sich die das nächste Mal treffen oder machen wir das später? Vielleicht machen wir das. Okay. Ich hätte dich eh noch danach gefragt, später, also was vielleicht auch so Planungsschritte sind oder in welche Richtung eure Überlegungen geht, da kannst du, wäre das super, wenn du das auch nochmal Leute eingeladen werden können, sich an sowas zu beteiligen. Ich würde aber gerne vorher nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir haben jetzt, also ihr seid in der Auseinandersetzung, NRW hat die hinter sich und hat wirklich einiges dafür tun müssen irgendwie und also hatte wirklich eine ziemlich harte Auseinandersetzung. Charité war jetzt ehrlich gesagt auch nicht so easy. Jetzt, Sebastian, du, also ihr habt einen Entlassungstarifvertrag und ihr habt keinen einzigen Tag dafür gestreikt. Was genau habt ihr denn jetzt besser gemacht? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie habt ihr das angestellt und welche Form von Gegenmacht habt ihr denn aufgebaut, die es euch ermöglicht hat, das umzusetzen, ohne jetzt diesen Schritt des Streiks zu machen? Also irgendeine Form von Auseinandersetzung werdet ihr ja geführt haben. Was ich vorweg vielleicht schicken kann, ist, keine Situation ist wie die andere. Also das hat man jetzt auch, deswegen gibt es ja auch so eine bundesweite Vernetzung, dass man voneinander lernt. Das sind ja so eine Kaskaden. Ne? Jeder Standort ist individuell und Charité, Vivantes waren ja die ersten sozusagen, wo man jetzt zwei völlig unterschiedliche Häuser unter einen Hut genommen hat, unter die Berliner Krankenhausbewegung. Und NRW hat es ja dann nochmal gesteigert und das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Genau. Wir haben damals, ich mache mal so einen ganz kurzen Abriss, die Kampagne war tatsächlich nicht nur Entlastung, sondern wir haben uns 2018 ganz bewusst dafür entschieden, wir haben einen Haustarifvertrag, also wir hängen an keinem Flächentarifvertrag dran. Da hat man 2012 mal gesagt, ach, wir drücken mal so ein bisschen die Löhne. Rausgekommen ist das Gegenteil, weil wir halt schon immer eine ziemlich starke Betriebsgruppe waren, also gute gewerkschaftlichen Orga-Grad, auch in den Gesundheitsfachberufen, die ja jetzt nicht so wirklich dafür bekannt sind, gewerkschaftlich besonders zu brennen. Aber so ein paar Ausnahmen gibt es ja durchaus manchmal. Genau. Wir haben also erst eine Entgeltrunde gemacht, die sehr erfolgreich war. Also so für die Pflege kann man so ungefähr sagen, 17-20% mehr Entgelt und dann sind wir 2 Monate später um die Ecke gekommen und haben gesagt, jetzt wollen wir einen Entlastungstarifvertrag machen. Da ist unser Kaufmann dann erstmal runtergefallen, weil wenn man jetzt weiß, dass wir auch keine Uniklinik sind, die eine schwarze Null schreibt, sondern wir schreiben immer so zweistellige Negativjahresabschlüsse. Ist also auch ganz spannend irgendwie, wie das zusammengeht. Aber ja, wir hatten also Stärke aufgebaut mit der Entgeltrunde, so ähnlich wie du es auch beschrieben hast. Ne? Man hat erstmal die Leute genommen, hat Druck aufgebaut, ist mehr geworden, ist auch ganz wichtig, also mehr Mitglieder einfach nochmal zu generieren. Und ja, dann haben wir den Betrieb einfach, wir hatten ja dann schon eine Vorstellung davon, wo sind wir ganz stark, in welchen Abteilungen, welche brauchen wir auch, du hast vorhin angedeutet, wenn man den OP hat und sagt, ab morgen läuft hier nur noch Nachtmodus, sage ich jetzt mal, und man hat 3 Teams für 43 OP-Säle, dann sieht es schon echt schlecht aus, also dann klingelt hier schon die Registrierkasse. Bei den BWLern, also solche Bereiche braucht man auf jeden Fall, das muss man natürlich strategisch angehen. Also das war eine Kampagne, die über ein Jahr ging, bis man so weit war, dass man sich das überhaupt getraut hat, zu sagen, jetzt gehen wir in diese Auseinandersetzung, weil das halt eben so ein fundamentaler Kulturwandel auch ist und man da einfach, die Leute brauchen viel Durchhaltevermögen. Wenn man jetzt NRW zum Beispiel sieht, das waren ja nicht nur die 77 Tage Streik, sondern die hatten ja noch 100 Tage Ultimatum davor. Also da ist viel Zeit ins Land gegangen und man ist damit formal ja ausgebremst worden und so weiter, genau. Aber wir hatten tatsächlich diese betriebliche Stärke erreicht. Ich saß oben in der Clearingstelle, haben wir das genannt. Das war so ein vierköpfiges Gremium, die dann quasi gesagt haben, das wird alles zugemacht. Und wir hatten so ungefähr, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ein Drittel aller Betten, die die UM hat. Wir haben so ungefähr 1160. Wir haben also ein Drittel zur Schließung angemeldet, haben denen eine Woche Vorlauf gegeben und gesagt, hier, ihr schafft die Patienten raus, weil da wird keiner mehr kommen. So, und das haben wir auch relativ, also nicht nur relativ, sondern wir haben es sehr plastisch halt denen vorgeführt, dass die Leute das ernst meinen. Der ärztliche Dienst hat natürlich besonders Druck gemacht. Die haben gesagt, ich entscheide das hier, das sind meine Pflegekräfte, meine MFAs, meine MTAs und so weiter. Die haben doch können doch keinen eigenen Willen haben, aber das haben wir ihnen doch sehr plastisch vor Augen geführt. Ja, und dann ist das am Ende, glaube ich, arbeitgeberseitig doch eine sehr nüchterne betriebswirtschaftliche Rechnung,
was kommt bei raus, wenn ich jetzt halt hier einfach keine Prozeduren, keine Behandlungen mehr durchführen kann, wie lange halte ich das durch? Oder bewege ich mich halt und gucke, was ich da irgendwie als Kompromiss raushandeln kann. Aber das ist meine Erfahrung, das ist sehr individuell. Gerade Berlin fand ich damals sehr beeindruckend. Die Charité war ja eher so der gute Kopf. Die waren relativ offen und haben gesagt, komm, irgendwie kriegen wir es hin. Und wie Wand ist, das entnimmt man ja jetzt immer noch auch den Medien. Die blockieren ja alles, wo sie nur können. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sie eine Geschäftsführerin haben, die 13 Jahre bei Helios gearbeitet hat. Mhm. Also das werde ich nie vergessen, wie wir vor der Firmenzentrale standen. Und wenn man sich überlegt, dass das ein kommunale Trägerschaft ist und die kommen da raus und sagen den Leuten ins Gesicht, dann sucht euch doch einen anderen Arbeitgeber, wenn euch das hier nicht passt. Also da war ich echt entsetzt. Und so haben die sich halt auch die ganze Zeit verhalten. Ne? Und das hat es auch für die Berliner Krankenhausbewegung nicht gerade leicht gemacht. Jetzt ist ja auch die spannende Frage, die man jetzt aufwerfen kann, wenn man als Haus mit sowas gut umgeht, entfaltet das ja auch Sog, ne? Wenn man es jetzt wieder auf die gesellschaftspolitische Ebene hebt. Mal sehen, vielleicht sehen wir jetzt auch bald Leute, die von Vivantes zur Charité dann flüchten oder halt NRW gibt es ja jetzt auch, ich glaube die Caritas war es die Woche, ne? Die jetzt gesagt hat, okay, jetzt laufen uns die Leute weg, die gehen jetzt alle in die Uniklinika, weil die haben ja jetzt eine Regelung, die die Leute irgendwie besser stellt und wir haben das alle nicht und nur, auch das muss man beantworten, aber für mich ist das auch bewusst, die Politik tut nichts von alleine, also müssen wir den Druck aus der betrieblichen Ebene entwickeln und ich sag mal so, Gegenentwürfe, kannst du ja vielleicht bestimmt noch ganz viel dazu sagen, da gibt es ja auch schon Modelle, wie könnte man dann sowas finanzieren, dass man da auch wieder die Bedarfe der Patienten mal in den Mittelpunkt, das wissen wir ja auch alle hier, es geht schon lange nicht mehr darum, was mir als Individuum gut tut, sondern das ist ein reiner Industriebetrieb geworden, wo man halt entweder Glück hat, man wird durchgeschleust und schafft es irgendwie oder, ja, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber in meiner beruflichen Laufbahn hat man auch viele Fälle erlebt, wo Leute Schaden genommen haben, der einfach dadurch bedingt war, dass da einfach gar keine Qualität mehr da ist, ne? Keine Betreuung. Ja, aber das nimmt man halt nicht zur Kenntnis. Das ist eben ich mache auch Ausbildungen, also betreue auch Azubis. Den sage ich immer, wenn die Luftfahrt hat den Vorteil, in Anführungsstrichen, wenn so ein Jumbo runtergeht, dann sind 350 Leute aufwärts direkt auf einen Schlag, kommen die vielleicht ums Leben. Wenn ich jeden Tag im Jahr eine Person ums Leben kommen lasse, vielleicht durch Schlechtbehandlung und so weiter, das fällt ja gar keinem auf. Also das ist halt auch so eine Wahrnehmung, die wir einfach gar nicht haben, ne? Weil das halt auch in der verschlossenen Türen stattfindet und man nimmt das dann so als gegeben an, was nicht sein müsste, ganz abgesehen von Dingen, wie könnte man uns anders aufstellen, dass wir mehr präventiv arbeiten und gar nicht so viel, muss man immer kurativ warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Diese Werkstattmentalität, sage ich jetzt mal, ja. Aber ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen, weil also man sagt ja jetzt auch immer so, okay, der Kampfgeist steigt mit der Dynamik der Situation oder sowas. Und jetzt, jetzt habt ihr gar nicht gestreikt und diesen Moment, sich so selbst auch nochmal so als handlungsfähig und mächtig zu erleben, der ist ja irgendwie gar nicht richtig eingetreten und trotzdem funktioniert's. Naja, die Handlungsmächtigkeit kam dadurch, dass wir halt also das war ja, habe ich jetzt eben so im Vorbeigehen gesagt, ne, dass wir den Verantwortlichen quasi vor Augen geführt haben, wir sagen das nicht nur, dass wir quasi unsere Arbeitsleistung entziehen, sondern wir tun das auch. Das hat natürlich im Hintergrund auch, muss man sich gegenseitig unterstützen. Die Leute haben natürlich dann doch phasenweise Angst gekriegt, da wurde ja auch gedroht. Also auch in NRW ist das ja jetzt auch teilweise in die Medien gerannt, dass da Chefärzte rumgelaufen sind und gesagt haben, und du bist jetzt schuld, dass dieser Patient nicht behandelt wird und der wird in 2 Tagen tot sein. Ne? Also mit solchen Spielchen werden da gespielt, auf so einem Niveau bewegt man sich dann. Aber wenn man dann halt wirklich auch so eine Gemeinschaft hat, das sind diese Teamdelegierten, in Berlin hießen sie ja auch anfangs Tarifberater, aber man bringt sozusagen wieder das zu den Leuten zurück, ganz basisdemokratisch und sagt halt, was wollt ihr denn eigentlich und was seid ihr denn, aber da müsst ihr da auch was für einsetzen. Ja? Also ihr müsst wirklich Entscheidungen treffen und die dann auch umsetzen. Und da muss man sich auch natürlich verdammt extrem den Rücken stärken, weil Angst kriegt jeder und dafür sind auch so gesellschaftliche Bündnisse wichtig. Das hatten wir auch.
Lustig fand ich dann an der Stelle immer, dass dann die Parteien, die dann teilweise auch in politischer Verantwortung stehen, die treten plötzlich dem Bündnis bei und sagen, klar, wir wollen das auch so. Wo ich mir denke, ja gut, dann könnt ihr es auch gleich in den Parlamenten dann am besten umsetzen, dann ist uns allen geholfen, dann können wir uns wieder auf unsere Arbeit konzentrieren. Aber das zeigt ja auch die Komplexität und teilweise die Absurdität unseres Zusammenlebens irgendwie. Ne? Ja. Robin, vielleicht kannst du ja auch noch mal was dazu sagen, weil du hast dich ja nicht nur mit der Geschichte dieses Ökonomisierungs- und sozusagen neoliberalistischen Durchgriffs im Gesundheitssystem beschäftigt, sondern ja auch mit den Arbeitskämpfen, die daraus resultiert sind. Und du hattest schon im Vorgespräch gesagt, da gab es so Wellen oder so Konjunkturen. Und was lässt sich, also wenn du jetzt mal so darauf blickst oder jetzt auch so zuhörst, was lässt sich denn daraus für Erfahrungen schöpfen oder vielleicht auch nochmal im Rückblick irgendwie jetzt für die heutige Situation mitnehmen? Also genau, die Erfahrung, die es jetzt so ein bisschen wiederholt vielleicht, ist die, dass es eben Ende der 1980er Jahre auch schon mal so eine Phase gab, wo aus der Pflege heraus Arbeitskämpfe entstanden sind, weil eben auch damals schon eine gewisse Arbeitsverdichtung stattgefunden hat. Und das wurde natürlich auch in der Öffentlichkeit ein bisschen orchestriert, hat dazu geführt, dass damals diese sogenannte Pflegepersonalregelung eingeführt wurde, die wir jetzt wieder in der Diskussion in der Neuauflage haben, in diese sogenannte PPR 2.0. Und daran merkt man vielleicht, wenn man das zusammendenkt, so ein bisschen, wie auch diese Arbeitskämpfe in den Betrieben sich tatsächlich auch auf die Bundespolitik auswirken können. Das war ja vorhin auch eine Frage, warum man im Betrieb ansetzt. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch den Eindruck, dass wie damals auch, dadurch, dass die Kämpfe in den Betrieben stattfinden, man auch ein bisschen zumindest die Politik vor sich hertreibt, also auf Bundesebene auch was passiert. Es ist tatsächlich auch schon ein bisschen was passiert, was dazu führt, dass das Fallpauschalensystem leicht angekratzt wird. Also 2018 wurde beispielsweise schon das Pflegepersonalstärkungsgesetz verabschiedet, was einerseits nur diese Idee von Pflegepersonalbemessungen dann schon mal beinhaltet hat, gleichzeitig auch die von dir erwähnten Pflegepersonaluntergrenzen schon verabschiedet hat, die natürlich in der Umsetzung wenig bringen, ja, aber die Idee in der Politik ist dadurch auf jeden Fall schon da, dass man da auf jeden Fall was machen muss. Und eben andere große Säule ist, dass jetzt die sogenannten Pflegebudgets eingeführt worden sind, die bedeuten, dass die Pflege auf bettenführenden Stationen jetzt nicht mehr aus den Fallpauschalen finanziert wird, sondern wieder nach dem Selbstkostendeckungsprinzip bezahlt wird. Das heißt, ein Krankenhaus kann mit diesem Bereich der Pflege weder Gewinne noch Verluste machen, sondern das Geld kriegt man einfach in Höhe der Tarife. Theoretisch könnten sie in diesen Bereichen auch so viele Leute einstellen, wie sie wollen. Also Aber verlagert sich das dann nicht auf die anderen Bereiche? Also von der Pflege weg? Ja, okay. Das wäre der nächste Schritt. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dadurch, dass es auch an der Charité gerade schon diese Arbeitskämpfe gab, zwischendurch gab es, das wurde jetzt auch ein bisschen vergessen, im Saarland auch einen großen Versuch, einen Entlastungstarifvertrag im ganzen Land zu erstreiken. Dadurch, dass es diese Kämpfe gab, konnte man die Politik, also gerade im Wahlkampf 2017 war das großes Thema und da hat sich dann eben schon ein bisschen was bewegt. Was da dann nochmal eine Demokratiefrage vielleicht auch ist, wer entscheidet dann eigentlich auf so einer bundespolitischen Ebene mit, wie so eine Entlastung irgendwie aussieht, nicht nur auf Betriebsebene. Und da wird die Pflege eben auch ganz viel ausgeschlossen aus diesen ganzen politischen Prozessen, die es da gibt in der Selbstverwaltung, wo dann eher Gesundheitsökonomen dabei sitzen und irgendwelche Leute von den Krankenkassen, aber aus der Pflegeprofession sitzt da eigentlich kaum jemand dabei, um da mitzudiskutieren. Das ist nur ein anderer Punkt. Genau, die Belastung, die jetzt aus diesem Finanzierungssystem, wie es jetzt gerade ist, resultieren, da können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen oder soll ich da auch direkt was zu sagen? Oder vielleicht sagst du noch einen Satz dazu, ja. Genau. Also genau, was Problem ist dann eben genau, dass sich der Druck der Kosteneinsparung auf die anderen Berufsgruppen verteilt. Einerseits, also das war dann am Anfang auch in der Diskussion, ich glaube Helios war es auch, ne, wo es dann hieß, es sollen irgendwie Ärzte plötzlich gefeuert werden. Da merken die Ärzteschaft jetzt eben auch, dass es an ihre Pfründe geht. Und gleichzeitig hat man aber das Problem, dass jetzt die kaufmännische Überlegung halt ist, dann kann ja, wenn wir die Pflege refinanziert kriegen, dann können die auch wieder mehr Aufgaben machen. Beispiel Menüservice, ich mache jetzt gerade eine Studie in einem Krankenhaus, da ist das eben genau der Fall, was jetzt gerade umgesetzt wird. Die Tochtergesellschaft wurde reduziert und der Menüservice wird jetzt zumindest auf den Stationen, also Essen austeilen und wieder einsammeln, wird jetzt da oder soll jetzt demnächst da wieder von der Pflege übernommen werden. Nur dass dann der zweite Prozess damit zusammenhängt, dass andere Tätigkeiten wieder in die Pflege zurückverlagert werden, was dann natürlich nochmal den Leistungs- oder den Arbeitsdruck erhöht.
Und das wäre, glaube ich, auch was, was man zukünftig mit berücksichtigen müsste in solchen Entlastungsideen und Konzepten, dass es nicht nur die Arbeit ist, die jetzt gerade gemacht werden muss, sondern tendenziell zukünftig auch noch mehr dazukommen in die Pflege, zumindest auf bettenführenden Stationen. In den Auseinandersetzungen ein großes Problem, weil wir ja innerhalb der verschiedenen Berufsgruppen verschiedene Finanzierungslogiken haben. Ne? Das NRW war ja auch, die Pflege hätte das viel längst haben können und dann hat man ja gesagt, aber der Rest, ne, weil das muss man dann irgendwo abknapsen sozusagen, wobei man ja auch sagen muss, das Pflegebudget, also ich könnte jetzt sagen, wie viele Runden unsere Klinik da schon mit den Kassen am Drehen ist, weil das ist natürlich auch so einfach sagen, ich habe hier so und so viele Pflegekräfte, gib mir das Geld rüber, ist leider auch nicht. Aber das macht uns dann, also als ein Betrieb, ne, da dann in die Auseinandersetzung zu gehen, wenn dann plötzlich auseinanderdividiert wird, weil man gesagt hat, du, bei dir kann ich das machen, weil das kann ich mir irgendwie relativ schnell holen, bei den anderen nicht, das ist auch sehr, sehr schwierig. Also, und das auch durchzuhalten, deswegen NRW nochmal Chapeau wirklich für diese lange Dauer, weil die ja gesagt haben, nee, für die anderen muss da irgendwie auch was rauskommen. Da hat man sich natürlich mehr vorgestellt, aber gut, am Ende steht irgendwie immer ein Kompromiss, aber das habe ich wirklich bewundert, weil denen wirklich ganz offen gesagt wurde, die Pflege bitte hier, Portemonnaie auf, kein Problem, und der Rest ist uns eigentlich egal, die müssen halt irgendwie weiter durchkommen. Plus dann noch, wenn man da Outsourcing betrachtet und so weiter, das ist nicht gerade leicht für uns dann, ja, genau. Und gleichzeitig, also ist so ein bisschen, hört sich das jetzt so an, so wie ja, für die Pflege ist ja gar kein Problem mehr, aber irgendwie, also braucht es ja trotzdem diese ganzen Auseinandersetzungen, es braucht eure betrieblichen Kämpfe und Christiane, ihr hattet jetzt schon zwei Warnstreiktage, ja, ne? Zwei, ja. Genau. Und jetzt die vierte Verhandlungsrunde, das war heute, oder? Und die jetzt geht es irgendwie weiter am Montag. Mhm. Man könnte jetzt sagen, okay, politisch passiert da irgendwie was. Also man merkt so, ja, die Auseinandersetzungen bringen auch irgendwie was. Ihr habt sogar ein Bündnis, ein Unterstützungsbündnis. Was braucht ihr denn jetzt? Also oder sozusagen, was braucht ihr eigentlich für die Auseinandersetzung, um irgendwie auch gut mit diesem Kampf um die Köpfe im Betrieb umzugehen oder vielleicht irgendwie Rückenwind zu bekommen, damit es bei euch nicht 77 Tage braucht? Naja, dieses Bündnis ist natürlich schon mal toll, das ist auch unterstützt. Ich denke, es braucht viel mehr Sensibilität auch in der Gesellschaft bei uns, also rund um Frankfurt herum. Dass man quasi auch diese Warnstreiks kann man ja durchaus mitbegleiten, auch als Patient, auch als potenzieller Patient. Einfach, dass man so noch mehr in die Gesellschaft hinein sensibilisiert und gerade auch jetzt rund um Frankfurt, das ist ja hier die, betrifft ja die Leute hier auch runter, die versorgt werden. Das wäre so eine ganz wichtige Sache, weil ich meine, die Diskussion ist da und jeder findet es ja toll. Ja, wir brauchen mehr, das ist ja ganz toll, was die Pflege macht und was überhaupt im Krankenhaus geschieht. Aber so dieses Ding, Mensch, da muss was passieren, ist, glaube ich, noch nicht so ganz in allen Köpfen angekommen und auch nicht in den Betrieben, weil gut, in den Betrieben, klar, viele denken dann, Mann, was soll ich jetzt noch machen? Ich bin eh schon überlastet, ich will meine Ruhe, ich will nach Hause, ich will das nicht. Aber ich glaube, je mehr Unterstützung von außen kommt, umso mehr gibt es ja auch Aufwind und hey, guck, da kümmern sich auch andere darum und die finden das auch wichtig, was wir machen und was wir tun. Das kann ja auch ganz vielfältig sein. Das muss ja jetzt nicht unbedingt nur eine Streikbegleitung sein. Es gibt ja auch, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie keine Zeit habe, aber ich kann einen Social-Media-Beitrag machen, ich kann eine Instagram-Story dazu machen, ich kann ein Video hochladen, ich kann mit Leuten sprechen, die da irgendwie betroffen sind. Und ich glaube, man unterschätzt tatsächlich den Druck, den Einzelne als Masse auch ausüben können. Ich meine, wir haben es bei Notruf NRW gesehen, da haben auch viele Leute, die jetzt, keine Ahnung, Prominente und andere Leute aus der Zivilgesellschaft einfach gesagt, es geht so nicht weiter. So. Und das Thema einfach zu problematisieren, ist, glaube ich, da wirklich der richtige Schritt und nicht zu denken, das wird schon irgendwie von alleine gehen, die werden sich schon irgendwie auf irgendwas aushandeln und dann wird es schon passen, sondern wir müssen da, glaube ich, zusammen, gemeinsam für euch kämpfen, mit euch. Na klar, und da ist vielleicht Gegenöffentlichkeit auch von besonderer Bedeutung, wenn wir nochmal an den Artikel in der Frankfurter Rundschau erinnern, dann ist vielleicht Gegenöffentlichkeit auch wirklich nicht so ein unwichtiges
Tool, also wenn so um Armungsstrategien die ganze Zeit von Arbeitgeberseite gibt, die einem suggerieren, dass es ja gar keinen Konflikt gibt, dann ist es vielleicht wichtig auch, dass nicht nur im Betrieb darauf bestanden wird, dass es diesen Konflikt aber gibt. Ja, also wenn irgendwie gesagt wird, dass es eigentlich gar keinen Konflikt gibt, dann ist ja klar, dass die Gegenseite unheimlich Angst hat vor der Diskussion, vor der Debatte. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Strategie in der Öffentlichkeit zu sagen, das ist alles gar kein Problem, wir kriegen das schon irgendwie hin, das ist einfach Angst, die dort ist vor der Debatte, vor der Diskussion, dass es auch darum geht, dass man zu sagen, hier läuft nicht alles gut an der Uniklinik und an den anderen Kliniken. Das ist hier nicht Handshake und wir haben uns alle lieb, sondern wir führen hier knallharte Kämpfe. So, und diese Debatte nicht nur irgendwie so zu sagen, das passt schon irgendwie, das kriegen wir irgendwie hin, sondern zu sagen, okay, wir stehen den Beschäftigten bei, wir führen jetzt hier den Kampf mit euch und den Kampf öffentlich mit euch. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich würde gerne nochmal auf diese Ebene von Kräfteverhältnisse im Betrieb, außerhalb des Betriebs und so weiter zurückkommen und was man eigentlich braucht, um so einen Tarifvertrag durchzusetzen und was man auch braucht, um ihn zu halten und was eigentlich danach kommt und so. Und vielleicht können wir uns dafür sozusagen nochmal ganz kurz dieses Video von der Kollegin aus NRW angucken, die dazu vielleicht was ganz Interessantes zu sagen. Der Tarifvertrag für Entlastung wird ab 01.01.2023 prinzipiell in Kraft treten. Die Bedingungen, die wir da erkämpft haben, setzen wir staffeliert durch über die 5 Jahre. Die Geltungsbereiche sind prinzipiell sehr strukturiert festgelegt innerhalb der Modelle. Ja, wir haben einmal natürlich dieses große Entlastungspaket, wo wir Entlastungstage quasi innerhalb der Arbeitsbereiche erkämpft haben, aber auch zusätzlich natürlich vor Ort auf den Stationen endlich Ratios festgestellt haben. Das heißt, ein Verhältnis für Pflegekraft und PatientInnen. Und das ist das Entlastende innerhalb dieses Tarifvertrages, dass die Kolleginnen vor Ort tatsächlich echte Entlastung im Arbeitsalltag spüren. Besonders stolz sind wir natürlich über den Bereich der Azubis bzw. den dualen Studenten, weil erstmalig in einem Tarifvertrag geregelt wird, dass auch diese Menschen eine Entlastungspauschale in Form von Selbstlernzeit bekommen. Mit Blick auf Berlin sieht man ja auch, nach einem Tarifvertrag ist vor einem Tarifvertrag. Das heißt, jetzt geht es darum, betriebliche Stärke aufzubauen, die Gewerkschaft noch mehr zu stärken, noch mehr MitgliederInnen zu werden, damit wir weiterhin kämpfen können für zukünftige Projekte und damit wir auch zukünftige Tarifverträge für Entlastung noch stärker etablieren können innerhalb des Gesundheitssystems. Ich finde es ja total wichtig, was die Kollegin gerade gesagt hat, mit diesem vor dem Tarifvertrag ist nach dem Tarifvertrag. Und vielleicht können wir darüber noch mal kurz so eine Runde drehen oder sowas. Also, oder weil du auch meintest, irgendwie, ihr habt da diese Delegiertenstruktur da in euren Abteilungen aufgebaut und jetzt kam es gar nicht zu so einem Streik. Ihr habt aber den Tarifvertrag. Sind die Leute denn jetzt immer noch da? Und warum ist es wichtig, dass sie noch da sind? Das hat die Kollegin, das habe ich auch immer gesagt, das zu erkämpfen, das klingt absurd, wenn man gerade quasi dabei ist und merkt, was das für ein Kraftaufwand ist, aber das dann zu leben, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel in den Personalrat gegangen bin danach, weil ich gemerkt habe, das ist nicht mehr, also vorher schon dieser Kampf, neben dem normalen Arbeiten dann quasi noch eigentlich 24/7 irgendwie da im Betrieb unterwegs, aber das dann nachher auch quasi zu begleiten. Auch wir haben so eine gestaffelte Einführung, weil uns, glaube ich, allen klar ist, wenn man das sofort scharf schalten würde, dann kann man die Klinik zuschließen, dann wird die Bestrafung quasi direkt viel zu hoch und da hat der Arbeitgeber ja gar keine Chance, neues Personal zu akquirieren. Aber ja, das hat auch vor allen Dingen in der Corona-Pandemie wahnsinnig geholfen, weil die Leute ja auch ganz andere Kommunikationswege gewohnt sind. Also wir machen das ja ganz viel über Messenger-Dienste, macht ihr wahrscheinlich auch. Das ist im dreistelligen Bereich bewegt sich das an Personen, die da halt da drin sind. Und da konnte man jetzt natürlich auch in so einer Ausnahmesituation betriebliche Informationen ganz anders transportieren. Man hat sich direkt austauschen, man konnte live kommunizieren, was ist da gerade los bei euch, wer blockiert vielleicht gerade irgendwo was. Genau, und dann ist auch noch ganz wichtig, dass das auch seitens der hauptamtlichen Teil der Gewerkschaft mit begleitet wird. Da habe ich so eine schöne Folie, die ich leider heute nicht mitgebracht habe, aber
Da gibt es natürlich weiterhin Konflikte, da gibt es natürlich dann auch Pokerspielchen oder jemand versucht irgendwo zwischen den Zeilen was irgendwie anders zu interpretieren. Das kennen wir ja alle auch. Also einfach den Tarifvertrag nicht einzuhalten, so wenn man mal ehrlich ist. Genau, so ist es. Oder halt irgendwie manche Dinge einfach völlig ins Gegenteil zu kehren. Also da erlebt man alles Mögliche oder man kann sich plötzlich irgendwie gar nicht mehr erinnern, weil das sind ja riesen Tabellenwerke. Wir haben 4 Anlagen insgesamt, wo über 100 Stationen festgelegt haben, wie sind die einzelnen Schichtbesetzungen so. Und dann diskutiert man natürlich an manchen Stellen auch, ja, haben wir damals ja 27 hingeschrieben oder 29, also wie viele Betten da quasi stehen. Hm. Auch das ist nervtötend teilweise für die Leute, ne, weil die natürlich sagen, hey, wir haben das doch jetzt vereinbart, jetzt lass uns mal. Aber die Diskussion und auch diese Kämpfe danach, auch mit den Verantwortlichen, die ja in dieser Logik gefangen sind, sozusagen immer mehr, ja, mit immer weniger Personal, die verstehen natürlich auch irgendwie die Welt nicht mehr plötzlich. Und zu mir hat auch mal ein Arzt gesagt, er versteht einfach nicht, warum die Pflege nicht einfach sagen kann, Mensch, wir holen für uns auch jetzt monetär irgendwie das Maximum raus. Und kann es der Rest doch egal sein. Irgendwie scheinen Berufsgruppen irgendwie so ein bisschen unterschiedlich zu ticken. Liegt vielleicht auch irgendwie an der Sozialisation, ich weiß es nicht. Aber die Frage taucht immer mal wieder auf, weil natürlich Arbeitnehmerüberlassung und so weiter, das Thema kennen alle. Man kann mittlerweile auch ein recht gutes Geld monatlich nach Hause nehmen. Aber ja, was die Kollegin da sagt, die werden das ja demnächst auch live erleben quasi. Auch was der Arbeitgeber dann real tut, um neues Personal zu gewinnen und die Leute dann auch, nicht nur die Neuen, sondern die auch noch da sind, die zu halten. Ja, also wenn man da nicht ganz wirklich kongruent auftritt und sagt, wir meinen das jetzt an der Stelle auch so. Und wie gesagt, da gibt es gerade in so großen Betrieben, wir haben, glaube ich, über 70 Kliniken und Org-Einheiten, da gibt es auch schon Unterschiede. Also es gibt welche, die halten sich da sehr dran und andere, die versuchen irgendwie jedes Schlupfloch sozusagen zu nutzen. Und da muss man dann natürlich auch dann da sein sozusagen. Ja, also sowohl im Betrieb als Interessenvertretung, aber auch vom Hauptamt aus, genau. Ja, und andersrum, wenn so ein Tarifvertrag mit wie vielen Anlagen hast du gesagt? Also ich weiß gar nicht, also so riesigen, ich stelle mir das so vor mit so riesigen Tabellen. Ja, wenn es eben nur eine Tabelle ist und man gar keine Verbindung dazu hat, dann... Ja, oder auch das umzusetzen. Ja. Also NRW hat es ja aufs Tableau gebracht. Wir sind ja jetzt in der deutschen Krankenhauslandschaft nicht dafür bekannt, dass wir besonders IT-affin und gut aufgestellt sind. Ne? Auch das, dass wir Fragen auf und bringen Dinge ans Tageslicht, wie schlecht man da teilweise ist. Auch das muss man den Leuten erstmal vermitteln und dann auch denen sagen, ihr müsst das jetzt aber auch immer vor Ort weiter pushen. Nicht einfach sagen, irgendwann wird schon irgendwas passieren, sondern ihr müsst da dranbleiben. Und das kostet weiter Energie auf jeden Fall, ja. Robin, du hast ja vorhin schon so eine Andeutung gemacht mit vor dem Tarifvertrag, nach dem Tarifvertrag. Also oder was, selbst Entlastung allein bringt jetzt nichts, weil es geht auch irgendwie weiter. Was kannst du denn aus deiner Perspektive nochmal sagen, was du glaubst, was man jetzt vielleicht auch in diesen Auseinandersetzungen mitdenken sollte oder warum es so wichtig ist, auch eine kontinuierliche und langfristige betriebliche Stärke aufzubauen, die jetzt über die unmittelbare Auseinandersetzung hinausgeht? Also ich meinte jetzt nicht, Entlastung bringt es nicht, aber man muss auf jeden Fall vielleicht mitdenken, was da zukünftig noch auf einen zukommt und welche Belastungen da zumindest in manchen Bereichen noch neu entstehen. Das war eher der Punkt und wie man das vielleicht auch schon jetzt in den Verhandlungen mit einbringen kann. Aber sonst hätte ich da, glaube ich, jetzt auch gar nicht viel mehr große Antworten. Also diese Strategien der Arbeitgeber, diese Umsetzung zu blockieren oder vielleicht auch genau diese Logik, die es jetzt ja schon gibt, dass Leute aus dem Freigeholt werden, das passiert ja wahrscheinlich auch, wenn dann die Entlastung. Das heißt, man muss ja eigentlich generell so eine Stimmung dann unter den Kolleginnen und Kollegen aufbauen, dass man sich im Grunde auch so ein ich komme nicht aus dem Freistreik Kollektiv gönnt und dann wirklich nicht aus dem Frei kommt, wenn man diese Entlastungstage hat. Aber ich glaube, die Arbeitgeber rechnen genau damit, ne, dass diese Logik eigentlich weiter funktionieren wird. Und genau, da hätte ich jetzt auch keine großen anderen Lösungen, außer man bleibt halt in Kontakt untereinander und versucht, im Team auch so eine solidarische Kultur zu entwickeln und beizubehalten, dass man eben nicht die Einzelnen moralisch unter Druck setzt, aus dem Frei zu kommen, ne, sondern irgendwie sagt, nee, ich rufe jetzt vielleicht mal nicht an, also das vielleicht auch mit den Stationsleitungen abklärt und wer auch immer das Ausfallmanagement macht, da irgendwie versucht, Druck aufzubauen, dass da nicht so viel angerufen wird oder
Also irgendwie in die Richtung. Ja. Was ich gerade noch so gedacht habe, ist, dass, also genau, ihr seid ja noch vor dem Entlassungstarifvertrag und noch nicht danach. Aber in dem Schritt, davor stellt sich ja die Frage auch, wer soll das am Ende alles zahlen? Und da kann man ja, also ihr macht ja betrieblich Druck, aber das ist vielleicht auch nochmal so eine Frage ans Bündnis oder sowas. Das Uniklinikum kriegt das Geld, also die Finanzen sozusagen, um diesen Entlassungstarifvertrag umzusetzen, ja vom Land. Gibt es da auch Bestrebungen jetzt vom Bündnis her, irgendwie vielleicht auf so einer politischen Ebene, also nochmal einen ganz anderen Weg zu wählen und vielleicht, was weiß ich, irgendwie bei Politikern zu Hause zu stehen oder so? Ich weiß gar nicht so richtig, da sind ja verschiedene Sachen denkbar. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie das in anderen Bundesländern nochmal gelaufen ist, aber man könnte ja auch nochmal in solche Richtung denken, zu überlegen, wie kann man da eigentlich dafür sorgen, dass das Geld vielleicht ein bisschen lockerer in der Tasche sitzt. Habt ihr da schon drüber nachgedacht? Ich kann dir gar nicht genau sagen, ob es da jetzt konkrete Bestrebungen gibt zu dem Plan, aber ganz grundsätzlich muss man einfach festhalten, Gesundheit ist da keine Ware, sondern wir müssen halt gucken, wie möchten wir uns unsere Gesundheit, was ist uns das wert, wie leisten wir uns das? Und das ist eine gesellschaftliche Debatte, die wir einfach führen müssen und wo das Geld herkommt. Das werden wir sehen. Also wir haben in der letzten Zeit häufiger gesehen, dass plötzlich Geld da war zur Rettung von Banken, für eine große Aufrüstungsgeschichte, die jetzt wir mit dem 100 Milliarden Sondervermögen jetzt in der letzten Zeit irgendwie gehabt haben. Und wenn man das Ganze dann ja, geldtechnisch in Vergleich setzt zu dem, was wir uns die Pflege eigentlich kosten lassen, können wir sagen, ist das ein schlechter Scherz. So. Und was wir uns Gesundheit kosten lassen, glaube ich, diese Debatte, die muss noch eine Spur aggressiver, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit geführt werden, weil nur über Runden mit PolitikerInnen, die immer dann mit dem Kopf nicken und sagen, ja, wir müssen sehr viel für die Pflege tun, wir müssen die Leute besser bezahlen, sehen wir am Ende, kommt da nicht so sehr viel bei rum, sondern wir müssen da diesen gesellschaftlichen Druck, den wir als Bündnis versuchen, auch irgendwie aufzubauen, in verschiedene Themenfelder lenken, die dafür auch wichtig sind. Und ich glaube, die Finanzierung vom Gesundheitssystem ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den dann du auf jeden Fall mit angesprochen hast. Vielleicht auch da eine kleine bitte. Rückfrage auch vielleicht in die Runde. Ne? Also man kann sich auch die Frage stellen, warum hat bisher eigentlich diese Auseinandersetzung über den Tarifvertrag Entlastung vor allem an Unikliniken funktioniert? Und das Land kann halt solche Zusagen machen, dass sie die Mehrkosten finanziert. Wenn man das jetzt verbreitern will, ist das eben nicht mehr so leicht der Fall. Und da wären dann eben auch die Krankenkasse und politische Akteure, die man im Prinzip auch mitdenken, vielleicht auch zum Umdenken oder eben auch angreifen muss, ne, weil die meistens die sind, die sagen, wenn wir jetzt die und die Tarife einführen, dann bedeutet das für die Kassenbeiträge, für die ganze Bevölkerung, dass die halt so und so viel wieder steigen. Das ist ja jetzt eh schon geplant, dass die Krankenkassenbeiträge steigen, zusätzlich noch zur Inflation. Das geht da auch so ein bisschen unter gerade. Und das heißt, da muss man, glaube ich, auf der Ebene auch ganz viel dafür kämpfen, dass eben genau diese Diskussion, dass man die einen Lohnabhängigen gegen die Lohnabhängigen im Gesundheitswesen ausspielt, dass man das Spiel nicht mitmacht, sondern auch in anderen Bereichen da eben gesagt, die Arbeitgeber sollen auch da die Lohnnebenkosten, die dann plötzlich steigen, tragen und nicht wir als Lohnabhängige. Ja, wir haben jetzt ja schon ziemlich lange jetzt hier auch unter uns so ein bisschen geredet. Ich würde eigentlich gern das auch nochmal für eure Fragen oder vielleicht Anmerkungen öffnen. Wir würden ja aber dafür den Stream beenden, deswegen würde ich Christiane dir nochmal vielleicht auch, also jetzt für den Stream, für diejenigen, die uns im Internet zusehen, vielleicht willst du nochmal was irgendwie zu eurem Arbeitskampf sagen oder vielleicht auch die Leute zu was einladen oder nochmal sagen, womit man euch am leichtesten helfen kann oder ob ihr Journalistinnenkontakte braucht oder whatever irgendwie dir einfällt. Also ich würde dir gerne das Schlusswort einfach jetzt für diese öffentliche Runde im Internet geben. Ja, also ich fände es, wie gesagt, ganz wichtig, wenn wir die Gesellschaft mehr sensibilisieren und wenn es Leute gibt, sei es auch Vereine, die uns in Frankfurt unterstützen, vielleicht hat einer sogar einen Kontakt zur Frankfurter Eintracht, das wäre natürlich das super Ding, oder
irgendwelche Prominente kennt. Also wir haben ja schon ein Prominentenpaar des Badesalz sogar gewonnen. Die haben uns auch einen Videogruß geschickt. Aber vielleicht gibt es hier im Publikum auch welche, die noch andere prominente Leute kennen, die einfach auch da, wie gesagt, Werbung für machen, dass wir eben im Entlastungstarif sind und dass es ganz wichtig ist, uns zu unterstützen, um hier halt auch quasi die Daseinsfürsorge für unsere Frankfurter gut gewährleisten zu können. Ja. Ja, das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis. Also Arbeitskämpfe finden nicht im isolierten Raum statt, sondern eben in einem Kontext. Deswegen können auch auf unterschiedlichsten Ebenen Sachen dazu beigetragen werden. Und wenn es eine Frage ist, die uns alle angeht, dann sollte das die Frage, das Aufrufen von Solidarität eben nicht nur eine Deklaration oder eine Floskel bleiben, sondern man kann dann auch ein bisschen kreativ werden und da gerne sicherlich auch auf euch zukommen, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall. Super. Dann würde ich tatsächlich für den Stream erstmal hier an dieser Stelle schließen. Schön, dass ihr uns zugeschaut habt oder vielleicht diesen Stream hier nachhört. Und würde mich an euch wenden oder nachfragen, ob ihr vielleicht noch Anregungen oder Nachfragen oder Diskussionsbeiträge habt. Also viele von euch oder einige von euch, weiß ich ja, arbeiten auch selbst im Klinikum. Vielleicht habt ihr auch noch mal eine Perspektive, die ihr beitragen oder teilen wollt oder eine andere Idee, die an die Unterstützerin gerichtet vielleicht einlädt zu Aktivitäten. Also ihr habt das Wort oder was immer ihr beitragen wollt, gern. Die Notruf-NRW-Bewegung sendet den Kolleginnen in Frankfurt solidarische Grüße. Bleibt stark, haltet zusammen und lasst euch nicht spalten, denn gemeinsam können wir noch stärker werden.